Ich bin der Flemmer Schale, wir haben den Dienstag, den 9. November 2021. Wir haben die Funktion f von x gleich x. Wir haben die Integral bestimmen, beziehungsweise die Stammfunktion bestimmen. Das heißt 2 mal x². Jetzt wollen wir schauen, was der Integral von, sagen wir, von 1 bis 3 ergibt, oder 1 bis 2 ergibt. Oder 1 bis 3, wir gehen von 1 bis 3. Dann haben wir die Funktion f von x integriert nach x. Das haben wir bereits gemacht. Also die Stammfunktion, die haben wir bereits bestimmt. Ich schreibe nochmal die Funktion auf x integriert nach x. Das ist dann die Stammfunktion von der Obergrenze 3 bis runter zur Untergrenze 1. Also die Obergrenze minus die Untergrenze. Wir setzen hier ein Zweitel mal 3 im Quadrat minus ein Zweitel mal 1 im Quadrat. Das gibt ein Zweitel mal 9 minus ein Zweitel mal 1. Und das ist wiederum 4,5 minus ein Zweitel. Das gibt 4. Das heisst, wir haben hier einen Flächeninhalt von 4. Wenn wir jetzt also hier von 1, die Skizze runtergehen, von 1 schauen, vom 1 bis zum 3 auf, dann lautet hier der Flächeninhalt 4. Stimmt das überhaupt? Das ist die Frage. Wir haben hier ist das ein Trapez. Man nimmt also, man schaut hier, was ist hier die Gesamtbreite. Die ist 2. Wir haben auf der einen Seite die Höhe 1, da 1. Auf der anderen Seite die Höhe 3. Dann berechnen wir die Mittellinie. Das heisst, da, genau hier in der Mitte durch. Das ist dann da das 3 plus das 1 da hinten. Es gibt 4, geht auch durch 2. Dann haben wir dort eine Breite von 2 und dann rechnen wir 2 mal 2 und kommen auf 4. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frage ist, wie kommen wir über die Integral da zur Rechnung, zur Lösung? Wir gehen hier zum Punkt rauf, zum Integral rauf, zur Integralfunktion oder Stammfunktion und sehen, hier sind wir bei der Höhe 4. Also haben wir an diesem Punkt die Höhe 4. Und von diesem Punkt 4 ziehen wir hier unten ab. Da dieser Punkt ist 1 Zweitel. Also 4 minus 1 Zweitel. Wir können ja bis zum betreffenden Punkt bei der Stammfunktion jeweils den Flächeninhalt bis zu dem Punkt auf x ausrechnen. Also haben wir 4 minus 1 Zweitel und das gibt 3,5. Und jetzt merke ich, das stimmt aber da oben nicht überein. Jetzt muss ich das nochmal neu anschauen. Was geht das eigentlich da? Nein, ist also, beim Punkt 3 sind wir auf der Stammfunktion, nicht bei Höhe 4. Sondern dann geht es ein bisschen weiter rauf. Ich habe das jetzt von Augen bemessen und nicht durchgerechnet, weil 3 eingesetzt in diese Funktion ist 1 Zweitel mal 3 Quadrat, also 1 Zweitel mal 9, 4,5. Sind wir also hier oben beim Punkt bei der Höhe 4,5. Da ist bereits eingetragen. Und das dann minus, und da unten sind wir, der Punkt ist auf der Höhe 1 Zweitel. Das ist der Punkt da unten. Das heisst, wir rechnen 4,5 minus 1 Zweitel. Das ist 4,5 minus 0,5, also 4. Das stimmt. Das heisst, wir können immer oben an der Stammfunktion für den betreffenden Wert ausrechnen, wie gross die Fläche bis zu dem Wert oben ist. Wenn man die Darstellungsweise nicht mag, dann kann man es aufteilen in zwei Grafiken. Dann haben wir eins die Grafik, das ist die Funktion f von x gleich x. Und eins haben wir dann die Grafik hier, f von x. Und jetzt haben wir hier von 1 bis 3.
geht es. Und dann gehen wir hier runter. Und da schaut man dann, beim 3 sind wir bei Höhe 4,5 oben und beim 1 sind wir bei Höhe 1 Zweitel oben. Dann rechnen wir 4,5 minus 1 Zweitel. Und das gibt uns genau die Fläche hier oben. Wir haben nämlich gesehen, der Integral bzw. die Stammfunktion liefert uns sozusagen den Flächeninhalt immer von 0 bis zu dem Punkt. Also bis da raus, die Zahl da oben, 4,5, liefert uns den gesamten Flächeninhalt an. Und von dem gesamten Flächeninhalt ziehen wir noch den Flächeninhalt bis da einen ab. Und das geht uns dann dort die Differenz und das ist nicht der Flächeninhalt, das ist jetzt falsch, sondern der Flächeninhalt oben, jetzt habe ich es genau falsch erklärt. Also der Wert oben, der Integral, so muss man es erklären, der Integral, also 4,5 beim Punkt 3 aussen, der gibt uns den Flächeninhalt von 0 bis da rauf. Von dem Flächeninhalt müssen wir nachher nur den Flächeninhalt am Anfang abziehen. Wie gross ist der Flächeninhalt? Das liefert uns hier die 1,2. Und wenn wir das haben, dann können wir anschliessend 4,5 minus 1 Zweitel rechnen, damit wir die Differenz hier oben berechnen können. So ist es richtig erklärt.